Und willkommen zu meinem zweiten Minecraft Let's Show oder Let's Build, weil heute werde ich euch auch zeigen, wie ein automatischer Bahnhof geht. Dafür gehen wir in eine neue Welt, die ich jetzt mal Let's Build nenne. Let's Build. Ja, und ich wollte mich noch bedanken an Deutsch Rap und an Philipp Stöcker. Einer von denen hat mich sogar abonniert. Das fand ich sehr gut. Und ja. Oh. Jetzt bin ich zurückgegangen. It's weird. Und das mit dem Headset, das war auf voller Lautstärke. Und deshalb ist es, hat sich das so überschlagen. Und ja, also das, dafür entschuldige ich mich natürlich. Und ja, es wäre schön, wenn der Philipp Stöcker und der Deutsch Rap mich weiterschauen. Und vielleicht können sie mir auch sagen, ob ich ein Let's Play machen soll oder nicht. Ich glaube schon. Also ich. Bei zwei brauche ich mindestens, um dass es ein Let's Play wird. Ja, aber ich finde schon echt nett von euch. Ja, ihr braucht Stein oder ja, irgendein Baumaterial. So, dann braucht ihr eine Antriebsschiene, eine und eine normale Schiene. Dann eine Redstone-Fackel, einen Knopf. Und was braucht man denn noch? Ach, eine Falltür braucht man. Und natürlich ein Minecart. Aber natürlich auch Redstone. Und Redstone Repeater. So. Das ist alles, was ihr braucht. Passt genau in euer Inventory. Ja, jetzt baue ich mich mal hoch. Als erstes braucht ihr eine Treppe. Dafür gibt es natürlich noch Kombinierbarkeiten. Die zeige ich euch nachher. Es ist zum Anfahren und zum Abfahren gedacht. So. Bauen wir es jetzt mal so. Warte. Zeige ich das mal. So. Dann braucht ihr da oben einen. Halt ein Preller, wo es gegenprellt. Und dann hier auf den Stapel fällt. Ich baue jetzt einen Turm, man muss aber keinen Turm haben. Ach. Also, und ich freue mich wirklich, dass ich jetzt schon zwei Abonnenten habe. Einer von euch hat abonniert und ich danke auch dem IDEFABHAB. Ja. Der ist auch abonniert. Und ja, also hier könnt ihr schon mal eine Treppe hochbauen. Anfangs mache ich jetzt hier einen Block hin, später wird aber kein Block mehr. So, zack. Da ist jetzt die Trapdoor. So, ich würde es jetzt nicht zu lange machen. Ich mache jetzt den fertig und schauen mal, wie lange es dauert. So, nicht zu hoch die Geschwindigkeit. So, und dann baut sowas. Dann hier Knöpfe, warte. Oh, oh, er macht sich wieder selbstständig. So geht's. Kommt man da denn dran mit einem? Okay, jetzt mach ich es mal unterirdisch. Es wird trotzdem noch nicht so schön aussehen, weil ich jetzt einfach schnell mit Stein mache. So, trotzdem besser. Hoffe ich zumindest für euch.
Also. Hier ist jetzt irgendwo die Falltür. Ich finde es echt dumm, dass er sich selbstständig macht. So, ich versuche es jetzt nochmal. Okay, hier sind wir. So. Dann baut hier sowas. In der Mitte knallt den Repeater hin auf 3. Dann eine Redstone Torch. Kann man auch mit 4 Zielen bauen. Halt mit mehr Zielen vor allem. Aber ja. Dann baut ihr einen Knopf, einen Redstone, ich muss eben wieder nachdenken. Ich mache jetzt alles so auf den Knopf, ich habe mir jetzt also hier nicht aufgeschrieben. Oh, und da kommen 2 Minecarts. Das ist das erste. Irgendwas ist da noch falsch. Ach ja, okay. Ist da noch ein Minecart drin? Ach nee, da ist keins mehr drin. Okay. Dann müssen wir eins hoch tun, ne? Okay. Und das mit den Texture Packs, vielleicht installiere ich eins. So, ich glaube, wir müssen es hier machen, sonst erwischen wir es nicht. Und dann kann man, also ihr seht, es kommt ein Minecart. Also. Okay. Jetzt weiß ich's. Okay. Also es muss schon eine gewisse Länge haben, dass man drankommt auf dem Minecart. Ich hoffe, dass man jetzt drankommt. Ja, jetzt kann man irgendeinen Knopf drücken und man wird so oder so losfahren. Ja. Okay, hier baut hier eine normale Schiene. Das habe ich jetzt aus Versehen weggeschlagen. So. Dann baut ihr noch ein paar Booster Rails, wenn ihr wollt, wenn ihr im Creative Modus seid. Sonst im Survival Modus müsst ihr es halt selber ausmessen. Aber ich meine, das ist nicht allzu schwierig. Ich habe dann nämlich jetzt noch eine Bahn in die Welt gebaut. Eine kleine. Aber immerhin eine Bahn. Ja. So, zack, oh. Okay, dann gibt es hier solche sogenannten Kurven, ne? Ganz tolle Kurven. Die Kurven funktionieren allerdings nur, wenn man hier noch eine Strecke baut. Ja. Super. Ihr müsst aussehen, so wie in so einem Halbkreis. Und hier fahren dann eure Linien lang, was ich jetzt nicht machen werde. Also, jetzt aktivieren wir erstmal das. Ich mache jetzt unterirdisch. Also, es lag wirklich nur. Ich habe das auf 100 aus Versehen gestellt gehabt. Und es tut mir wirklich leid. Und ich würde echt gern wissen, ob ich ein Let's Play machen soll. Und ich würde mich über noch mehr Abonnenten freuen. So, die aktivieren wir auch noch. So. Hey, ja. Jetzt baut ihr beim zweiten, also bei der ersten Abbiegung. Peter, hier alle auf volle Stufe setzt. Diese Repeater, die sind ziemlich repeatig.
Und ja, und ihr habt auch, ihr könnt auch noch ein Seed angeben, in dem ich spielen soll. Wisst ihr ja? Okay. Ja, ich werde jetzt auch bald aufhören nach dem Let's Build. So, dann fährt das Minecart hierher. Dann drückst du jetzt den ersten Knopf, wenn du ins erste Ziel willst. Und du kommst ins erste Ziel. Und den zweiten Knopf, da kommst du eh. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das Let's Build. Ich finde den Bahnhof sehr cool. Hier auch nochmal zum Abbauen. Warte, ich glaube, so sieht man die Redstone-Leiterin besser. Ach, ein Ankunftsgleis könnt ihr euch noch zeigen. Oh, jetzt bin ich außerdem aus der Welt rausgegangen. Ausgewählte Welt spielen. Dauert immer so lang. Okay. Dann, dafür müsst ihr natürlich den hier wegschlagen. Und gut, wenn ihr jetzt ein Ankunftsgleis hier habt und kommt von bla bla bla, dann macht ihr hier eins hoch. Nicht eine Red Side, jetzt bin ich aber ziemlich dumm. Okay. Ne? So. So. Archive Catcher ist ein gutes Aufnahmeprogramm, ich glaube sogar HD. So, dann lasst ihr wieder eine Schiene frei. Und dann geht's ganz einfach. Nämlich, ihr müsst es mit dem Speicher verbinden. Es gibt natürlich noch andere Varianten. So, dann, wenn ihr aussteigt, müsst ihr diesen Knopf. Ach doch, machen wir hier. So, Knopf. Ich werde natürlich das angeln. Also, ich knall jetzt einfach mal daneben hin. So. Zack. Also, sagen wir, ihr kommt an. Und am besten die Zweierschräge. So. Und so fährt jetzt mein Card dann in den Storage. Also so ist das ganz simpel. Jetzt fliege ich nochmal hoch. Dann könnt ihr auf Pause drücken und das Ganze abbauen. So, und jetzt wollte ich euch noch in meiner Staffel 7 Welt. Also ich war in der Mine und habe das Gold leider verloren. Ich habe jetzt auch ein Minecart. Minecart. Und das, weil ich eine Minecart-Linie gebaut habe. Zum kalten Pier. Komplett aus Standard-Rails, weil ich hatte das Gold ja nicht mehr für die Booster-Rails. So. Oh ja, das Boot ist kaputt gegangen. Dann heißt es wohl Swimming. Hier ist der Pier. Und ein Seed, Himmel, Arsch und Zwirn, der ist wirklich so abgefahren geil. Also, das spawnt man direkt auf einem Dschungeltempel. Also, alles klein geschrieben und zusammengeschrieben. Himmel, Arsch und Zwirn. Und ja, Himmel, Arsch und Zwirn. Alles zusammengeschrieben, habe ich ja schon gesagt. Und ja, der ist eigentlich ganz cool, da findet man 13 Gold. Ja, so sehen hier die Räume aus, weil ich habe keinen Glowstone. Aber hier ist noch nicht fertig. Und ja, dann würde ich mal sagen,
Tschüss und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme.